Tag für Tag befördern sie mehr als eine halbe Million Fahrgäste. Und sie haben mit Vorurteilen zu kämpfen. Wir sind faul, wir haben keinen Schulabschluss. Die können ja nichts anderes, die fahren ja nur. Meistens laut sind, meistens schreien. Gestresst und einfach am Limit ihrer nervlichen Kapazität. Bus- und Bahnfahrer. Arrogant. Nehmen keine Rücksicht, lassen jeden an der Haltestelle stehen und so. Dass die Leute das als unfreundlich empfinden. Unpünktlichkeit. Wegen euch komme ich schon die ganze Zeit zu spät. Timo Seiberling, 21, ist Quereinsteiger. Einer der 1200 Bus- und Bahnfahrer im Rhein-Neckar-Gebiet. Seit einem Jahr arbeitet er für die RNV. Und das mit großer Leidenschaft. Heute auf der Bahnlinie 5. Eisenbahn fahren, Lok fahren, Straßenbahn. Wollte ich schon immer machen. Traumberuf. Das Fahren macht mir mega viel Spaß. Also ich fahre unheimlich gerne. Ich stehe jeden Morgen noch gerne auf. Und ich komme auch gerne zur Arbeit. Timo hat bereits einen anderen Job ausprobiert. Doch sein Wunsch, eine Bahn zu fahren, war stärker. Ich war vorher bei einem großen Landmaschinenhersteller in Mannheim, habe dort meine Ausbildung gemacht zum Elektroniker und habe dann aber gemerkt, dass das nichts für mich ist und habe dann mal meinen Kindheitstraum versucht zu verfolgen. Und das habe ich jetzt geschafft. Endlich. Etwa 2400 Menschen beschäftigt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, davon 650 Straßenbahnfahrer. Timo pendelt mit der Bahnlinie 5 zwischen Mannheim, Heidelberg und Bergstraße. Und er ist ein freundlicher Fahrer, immer nett zu seinen Kollegen. Ich bin der Winketyp, immer freundlich grüßen, weil es sind Kollegen. Es gibt so vereinzelte Leute, aber die kennt man dann auch, wo man weiß, da brauchst du jetzt nicht zu erwarten, dass sie winken. Aber ich winke trotzdem, ist auch in Ordnung. 100 Winker pro Tag, das macht Laune. Hier kommt jetzt eine Geschwindigkeitsprüfung. Wenn ich jetzt schneller als 30 km/h bin, wird der Zug zum Stillstand gebremst. Die meisten Gäste sind freundlich, keine Beschwerden. Die Verspätung ist übersichtlich. 1 Minute 50 Sekunden. Das kann er gut aufholen, da auf der Strecke Puffer in Wartezeiten eingebaut sind. Manchmal aber ist es wie verhext und er kann einfach nichts machen. Ja, wenn ich fahren dürfte mal. Ich habe kein Signal, ich bekomme kein Signal. Ohne Signal keine Weiterfahrt. Die Betriebszentrale ist gefragt. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Nee. Anschieben oder so? Sie wollen in 2 Minuten am Theresienkrankenhaus sein. Tut mir leid, wenn ich kein Signal habe, darf ich nicht fahren. Das war jetzt wieder so eine klassische Situation. Jetzt bekomme ich Signal. Das ist... Ja, der 427 stand jetzt 2 Minuten an der Bonifatiuskirche Richtung Stadt einwärts, aber gerade kam das Signal. Fast 7 Minuten Verspätung müssen jetzt aufgeholt werden. Aber immer im Rahmen des Erlaubten. Ich bin jetzt wieder einigermaßen pünktlich. Wir waren jetzt zwischendrin bei +6, +7 Minuten Verspätung. Jetzt sind wir Taubenfeld und gleich Wieblingen Mitte habe ich noch mal ungefähr 1,5 Minuten Pufferzeit. Das heißt, ab dort sind wir auf jeden Fall wieder pünktlich unterwegs. Fast überpünktlich, 30 Sekunden vor der Zeit. Mehr als 4 Stunden dürfen Bus- und Bahnfahrer nicht am Stück unterwegs sein. Deshalb Fahrerwechsel. Und Pause. Man muss sich schon die ganze Zeit konzentrieren. Es kann jederzeit von links oder von rechts einer gerannt kommen, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, LKW, Bus, alles. Die Leute, die ganz knapp rüberrennen. Also wo es dann wirklich nur noch ein halber Meter war. Also das ist so das Schlimmste, was mir bisher passiert ist. In den dafür vorgesehenen Räumen sollen die Fahrer zur Ruhe kommen. Der eine schläft, der andere tut was für seine Fitness. Weiter geht's. Noch ist der Arbeitstag nicht zu Ende. 860 Kilometer Bahnlinie deckt die RNV ab. Mehr als 100 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Fahrtende, bitte aussteigen. Last stop. Please exit the platform. So, ich gucke jetzt noch mal, ob das Fahrzeug auch leer ist. Und ob jemand was vergessen hat. Feierabend. Der Koloss kommt in die Garage. Ein ziemlich ruhiger Tag. So, das war's.
Das Highlight war auf jeden Fall, dass ich wieder einen Zugverband fahren durfte, also zwei Züge zusammengekuppelt. Das sind 60 Meter, knapp 80 Tonnen Gewicht. Das ist eine Kunst, das zu fahren, aber es macht auch extrem viel Spaß. Und? Gibt's noch was Spannenderes? Die Königsklasse ist der Bus. Mit 55 wagt sie einen Neuanfang. Antonella Tronell, Quereinsteigerin. Am Anfang, wo ich das erste Mal hier beim Jobtag der RNV saß, letztes Jahr im April, habe ich gemerkt, wow, das ist aber schon ganz schön lang. Wenn einer rechts steht und links, ist es auch eng. Also ich fahre teilweise so durch manche Baustellen. 12 Meter lang ist ihr Bus. Hut ab. Dass man wirklich so am Spiegel aneinander vorbei langsam fährt, das ist Königsklasse. Antonella Tronell ist stolz darauf, Busfahrerin zu sein. Und das ist das Schöne zu sagen. Nicht nur die Theorie, auch die Praxis. Ne? Vor einem Jahr wagt Antonella den Schritt. Ich habe was komplett anderes machen wollen in meinem Leben, als ich es bisher gemacht habe. Ich habe bisher im Büro gearbeitet, 37 Jahre, und einfach wieder eine Perspektive haben, was ich mache in den nächsten Jahren, bis ich dann irgendwann in Rente gehe. Und zwar so, dass ich nicht immer laufend irgendeine Veränderung habe. Und hatte das Glück, dann am Schluss den Busführerschein machen zu dürfen. Und das fand ich toll. Das jetzt eigentlich zu beherrschen, dass ich jetzt hier in diesem Bus sitze und fahre. Auch Antonella ist ein Winketyp, wie die meisten Bus- und Bahnfahrer. Sie macht ihren Job sehr gern. Zu viele Veränderungen innerhalb des Chemieunternehmens, wechselnde Arbeitsbereiche. Sie war unglücklich im alten Job. Der Kontakt zu Menschen tut ihr gut. Alleine als Frau unterwegs zu seinem Bus braucht manchmal Mut. Natürlich hat man manchmal ein mulmiges Gefühl, wenn man Personen sieht, die einem nicht sehr sympathisch wirkend einsteigen. Also Spätdienste zu fahren wäre auch nicht unbedingt das, was ich jetzt machen wollte, immer den Spätdienst fahren. Was tut sie mit einem Gast, der ihr komisch oder gar gefährlich vorkommt? Einfach stehen lassen? Wenn ich keine wirklichen Anzeichen habe, kann ich es eigentlich nicht verweigern. Es sei denn, ich hätte jetzt jemand, der wirklich extrem betrunken ist, wo ich wirklich sag, da ist Gefahr im Verzug, ja, aber ich muss es melden. In der Betriebszentrale der RNV laufen alle Fäden zusammen. Das nur für wenige zugängliche Herz und Hirn des Verkehrsunternehmens. Jedes Fahrzeug wird geortet und angezeigt, unzählige Störungen gemanagt. Hier pulsiert das Leben. Und man kümmert sich um unangenehme Fahrgäste. Ja, Kollege, was sagt? Die Polizei hat gesagt, du kannst weiterfahren, wenn die zwei Jugendlichen aus dem Zug geholt wurden. Die Polizei hat angerufen und uns gebeten, die Bahn möglichst an der nächsten Haltestelle stehen zu lassen, weil zwei Jugendliche in der Bahn sind, die irgendwas ausgefressen haben, sagen wir mal so, und die Türen geschlossen halten, und die Polizei ist dann dorthin und dann ging es weiter. Auch unbeabsichtigte Abstecher von der Strecke werden von dort aus zurückgelotst. Fahr mal einen kleinen Umweg. Vergessen abzubiegen. Ich mach das jetzt gleich da vorne, korrigiere. Ja, jetzt erlebt ihr eine Falschfahrt mit mir. Aber hier haben wir eine gute Gelegenheit zum Drehen. Richtig oft hat sie sich noch nicht verfahren. Liebe Fahrgäste, ich korrigiere meine Fahrt. Sie können gleich an der Otto-Beck-Straße aussteigen. Sollte natürlich nicht passieren. So, und die Sonderfahrt, die Linieneinweisung ist auch gerade an uns vorbeigefahren. Die haben das jetzt auch gleich mitgekriegt. Im Herzstück der RNV kennt man solche Fälle zur Genüge. Wenn wir die Möglichkeit haben zu wenden, dann darf sie das. Ich meine, wir sind alle Menschen, uns passieren alle mal Fehler. Sollten allerdings Haltestellen ausfallen, müssen wir das dokumentieren als Fahrtausfall oder Falschfahrt. Weil wenn sich die Fahrgäste dann beschweren, es kam kein Bus, dass man dann sagen kann, okay, daran hängt es, der Fahrer hat einen Fehler gemacht. Zu Hause sind Antonellas Umwege gleich Thema. Ja, ich werde doch immer schatzhalber begrüßt zu Hause. Hallo, Frau Busverfahrerin. Das ist so eine kleine Neckerei. Antonellas Partner ist ebenfalls seit 2 Jahren Busfahrer bei der RNV. Auch Quereinsteiger, gewechselt aus der Baubranche. Er beherrscht fast alle Fahrzeuge und besitzt auch fast alle Fahrerlaubnisse. Motorradfahren ist ihre gemeinsame Leidenschaft und willkommene Auszeit vom Alltag. Ich bin ein Einwandererkind. Meine Eltern sind beide aus Italien, also
Die Formula Uno ist auch schon mit drin. Rasant hin, ein bisschen schneller, gemütlich vor Ort und dann wieder schnell heim. Antonella liebt die Natur, geht wandern oder eben Motorrad fahren. So kann sie den Alltagsstress hinter sich lassen. Heute bleibt sein Fahrzeug stehen. Es geht nicht auf die Schiene, sondern an den Computer, den Fahrsimulator. Das echte Fahren ist anders, auf jeden Fall. Hier im Fahrsimulator können wir einfach Situationen trainieren, die draußen halt nicht übbar sind. Aber das Fahrgefühl ist ein ganz anderes. Also hier drin lernt man nicht das Fahren, sondern das Handeln in Situationen. Der Fahrsimulator ist wesentlicher Bestandteil der Fahrerausbildung. Hier werden Kommandos und Verhalten in alltäglichen Situationen geübt, damit die Arbeit läuft. So, Kollege, wir haben Störung am Signal. Sie machen sich bitte schreibbereit und melden sich, wenn Sie soweit sind, mit einem schriftlichen Befehl. 12 Uhr, 8 Minuten. Fahrdienstleiter Meier, mein Name ist Volz. Automatismen reduzieren die Fehlerquote. Ein Lehrer imitiert die Betriebszentrale. Kommunikation wie im normalen Arbeitsalltag. Alles täuschend ähnlich. Kollegen grüßen immer. Der Winketyp Timo kann es selbst hier nicht lassen. Das Geübte ist ihm gerade erst gestern wirklich passiert. Ich bin an die Haltestelle reingefahren und dann laufen da so zwei junge Mädels, so ganz knapp am Bahnsteig, aber das ist nichts Ungewöhnliches, das haben wir halt immer. Und plötzlich entscheidet sich die eine, sie will auf die andere Seite. Und das ungefähr 5 Meter vor mir. Und ich dann die Gefahrenbremsung gemacht. Die hat gar nicht verstanden, was passiert ist überhaupt. Erst als sie meinen Gesichtsausdruck gesehen hat, wusste sie, oh, irgendwas habe ich gerade falsch gemacht. Wir verhindern täglich unzählige Unfälle. Aber wir können nicht alles vorhersehen. Wer hinter einem stehenden Zug hervortritt, muss damit rechnen, dass aus der anderen Richtung ein Zug kommt. Auch routinierte Fahrer müssen 1 bis 2 Mal im Jahr am Simulator üben. Den Umgang mit dem Unvorhergesehenen üben. Ja, jetzt habe ich was falsch gemacht. Ich wurde zwangsgebremst. Und zwar war das jetzt ein sehr besonderes Signal. Das Signal hat ein spezielles Mastschild. Das gibt es nur in Ludwigshafen. Und ich darf ja kein Ludwigshafen fahren. Oh, da kommt, glaube ich, der Zug leider. Leitplatz Bad Dürkheim für den Wagen 5353. Sie wurden zwangsgebremst. Was für eine Signalstellung haben Sie? Ich hatte orange. Ja, Sie haben gelb. Das ist sogenanntes H0P, ein Blocksignal. Das ist Ihnen nicht bekannt. Sie können die Rückstellung auflösen und Ihre Fahrt fortsetzen. Ja, wenn er es gekannt hätte, dann hätte er Probleme gehabt damit, ja. Richtig, dann wäre es erstmal nicht weitergegangen. Ja. Aber wir sind ja noch gnädig. Alles gut. Also, ich habe schon, ich spiele zu Hause auch ab und zu Simulatoren. Das war ein Unfall. Genau, normalerweise würde ich jetzt den Notruf übermitteln, das funktioniert jetzt noch. Und dann würde ich Kontakt zur Leitstelle aufnehmen und würde dann abgeholt werden von einem Teamleiter. Weil bei uns ist die Regel, nach einem Unfall fährst du nicht mehr. Zumindest nicht mehr am selben Tag. Also Mittagspause in der leckeren RNV-Kantine. Und wie sieht dein Unfallszenario in echt aus? Du stehst jetzt auf der Händelstraße und hast einen Unfall. Sind beide Richtungen betroffen oder nur deine Fahrtrichtung? Meine Frage war, sind beide Fahrtrichtungen betroffen? In der Betriebszentrale glühen die Drähte. Oft ist es nicht nur der Unfall selbst. Seine Folgen können verheerend sein und lähmen den ganzen Verkehr. Ich rufe die Polizei Rotenlölle. RNV, Leitplatz Edingen, Lang, hallo. Wir haben einen Unfall. Mesut, wenn man Händelstraße etwas vorsichtig, da ist ein Verkehrsunfall. Aber wichtig ist halt für uns, dass wir dann die Fahrgäste informieren, dass die wissen, dass in dem Bereich momentan nicht auf dem regulären Gleis gefahren wird, sondern auf dem Gegengleis. Das heißt, die müssten dann natürlich auch die Haltestelle wechseln, damit sie auch ihren richtigen Zug erwischen. Beschwerden kommen sehr schnell, ja. Beschwerden kommen wirklich sehr schnell. Ist normal. Ja, okay, alles klar. Ist nur ein leichter Blechschaden. Nee, noch nicht. Das Auto steht an der Seite. Das steht noch nicht mal am Gleis. Zwar Verspätung, aber besser wie nichts. 10 Minuten. Hat 10 Minuten Verspätung. Gell? Und wir melden uns dann bei Ihnen, wie es dann weitergeht. Natürlich ist der Unfall je nach Schweregrad klar das Höchste. Da kommt auch ein akustisches Signal hier in die Leitstelle rein. Mit so einem Klirren. Okay.
dann ist jeder schon alarmiert und weiß Bescheid, okay, da ist irgendwas passiert. Dann wird sofort nachgeschaut, welcher Fahrer das dann ausgelöst hat, welche Linie es ist. Es ist viel Verantwortung, auf jeden Fall ist es viel Verantwortung. Also es ist, man befördert Menschen. Man muss seinen Job 100% leisten im Fahrdienst. Ja? Also die machen da einen riesen Job, die Leute. Man ist sich dessen von außen nicht bewusst, was die Fahrer da so leisten den ganzen Tag. Aber du kannst dir ja nicht 1% Unkonzentriertheit dir erlauben. Absolut nicht. Ab sofort in beiden Richtungen wieder ein normaler Fahrweg für alle Züge. Die Menschen im Hintergrund haben mal wieder ein größeres Unglück verhindert. Da wird nicht nur diesen beiden warm ums Herz. Antonella Tronell hat vor einem Jahr mit 55 den Neuanfang gewagt. Die Quereinsteigerin hat seitdem viel gelernt und macht ihren Job sehr gewissenhaft. Bei jedem Dienstantritt muss sie das 12-Tonnen-Gefährt erst einmal auf Fahrtüchtigkeit und Mängel prüfen. In Technikfragen hält sie inzwischen locker mit den Männern mit. Der neue Job macht, wie erhofft, viel Spaß. Ich bin gerne mit den Fahrgästen zusammen. Ich freue mich, wenn sie sich bedanken, glücklich werden, wie vorher die Dame, die ich da mitgenommen habe, noch, die am Rennen ist. Und ich sage, okay, aber vielleicht kann ich es an einer anderen Stelle wieder reinholen. Auch wenn der Fahrplan eng getaktet ist. Standzeit 16 Minuten. Meine Wendezeit ist das jetzt. Ich gehe auf Toilette. Habt ihr die Möglichkeit, in Ruhe auf Toilette zu gehen? Ich mache dann auch nachher noch einen Kontrollgang durch den Bus, um zu schauen, ob die Leute was liegen gelassen haben. Sollte es vorkommen, dass mir jemand den Bus verschmutzt, also es erbricht sich jemand oder was auch schon vorgekommen ist, jemand hat eine Notdurft gemacht, wie man so schön sagt, auf Pelzi, schaut in die Busgeschisse, ne? Dann wird der Bus geräumt und es kommt ein Ersatzbus und es gibt eine Stelle, wo man tauscht. Notdurft, also Toilettengang, ist ein wichtiges Thema bei den Bus- und Bahnfahrern. Timo Seiberling hat's eilig. Ich muss jetzt erstmal auf Toilette. Aber halt, Kommando zurück. Ich muss die Tür nämlich zumachen. Die Tür muss zu. Die offenliegende Tasche könnte unerwünschte Gäste einladen. Schon mal einen Überfall in der Bahn erlebt? Also, mir ist es bisher noch nicht passiert, Gott sei Dank, dass jemand versucht, wirklich einzudringen und mich zu bedrohen oder so. Und was machen wir denn? Dann haben wir eine versteckte Möglichkeit, die Leitstelle zu informieren. Und die schicken uns dann die Polizei. Und so klingt das dann in der Betriebszentrale. Überfall. Sirene ist die höchste Alarmstufe. Alles leuchtet rot. Wenn ein Überfallruf hier ankommt in der Leitstelle und der Arbeitsplatz, der diesen Überfallruf annimmt, diese GIS-Karte wird automatisch dann vergrößert und zeigt diesen Fahrzeug, wo er gerade steht, damit wir auch gleich sehen, wo ist sein Standort, wo ist er genau, damit wir auch die Rettungskräfte genau dahin schicken können, wenn das jetzt ein Überfall ist, damit wir auch... Okay, es geht los. Das war jetzt zum Glück aber kein Überfall. Genau, wenn dieser Überfall kommt, dann können wir reinhören. Und aus Sicherheitsgründen ist es ja auch so, dass wir nicht gleich reinreden können, damit der das Fahrzeug jetzt oder den Fahrer überfallen hat, damit er das ja nicht mitkriegt, dass der Fahrer jetzt diesen Überfallknopf gedrückt hat. Hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Kommt vor. Würde ich jedem empfehlen, gib raus, was du hast. Riskier dein Leben nicht. Dieser Mann sieht gar nicht gefährlich aus, aber er kommt uns irgendwie bekannt vor. Und auch Antonella scheint sein Gesicht zu kennen. Wie sitzt der denn? Ah, ganz versteckt da hinten. Ja, den kenne ich. Das ist der Herr Lauinger, ein Urgestein der RNV und ein Werbeträger für einen Arbeitsplatz mit Aussicht gesucht. Arbeitsplatz mit Aussicht gesucht? Für unseren Bereich Fahrbetrieb suchen wir engagierte, ausgebildete Omnibusfahrerinnen und Omnibusfahrer mit Führerschein Klasse D. Der hat mich also auch immer angelacht, wenn ich mit dem Auto hinter einem Bus hergefahren bin oder in der Straßenbahn. Hallo. Und der Bauch war flach auf dem Bild. Ja, das hätte ich jetzt nicht so gesehen. Ja? Aber wie viele Jahre? 43. 43 Jahre. Meine Herren.
Doch, ich kenne Leute, die sehr begeistert von ihm sind und die immer gesagt haben, auch in der Fahrschule haben wir auch jemanden dabei gehabt, der gesagt hat, ich bin stolz, dass ich jetzt das machen kann, was der Herr Lauinger bewirbt. Morgen, morgen, guten Morgen. Sabaydi, dann sau. Moshe. Ronald Lauinger ist das RNV-Urgestein, das zur Berühmtheit wurde. Es macht einem stolz, sage ich ganz ehrlich. Nicht ohne Stolz, sage ich das. Also jeder, der sich da beworben hat, ja, ist mehr oder weniger ins kalte Wasser gesprungen. Und ich war einer, hab mir allerdings relativ wenig Chancen ausgerechnet, weil Adonis der Woche wäre ich nicht. Und da habe ich gedacht, da hast du doch keine Chance, aber ich probiere es mal. Eine tolle Sache, kurz vor der Rente. Und, wie man sieht, hat es dann irgendwie doch geklappt. Ne? Ja.